Hallo Leute, heute bei Mathematik in 5 Minuten. Abzinsen. Was ist denn das? Wo brauche ich das? Das brauche ich zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe jetzt meinen Bausparer rausbekommen, und zwar 2000 Euro habe ich rausbekommen. Ich weiß von diesem Bausparer, also das ist mein CN oder so, was ich rausbekommen habe. Das habe ich rausbekommen. Ich hatte einen Zinssatz von 3% und die Laufzeit war 10 Jahre. So, jetzt ist die Frage beim Abzinsen, beschäftigt sich mit dem Wert. Was habe ich angelegt? Also mein C0 ist die Frage. Das ist N, das 3% ist mein R. So, wie berechne ich jetzt das? Wer das Video Aufzinsen weiß, kennt die Formel Cn ist C0 1 plus Rn. Und aus dieser Formel, die kann ich jetzt nach C0 umstellen. Wie mache ich das? Indem ich das Ganze hier einfach hier auf die andere Seite in den Nenner bringe. Dann steht C0 ist Cn geteilt durch 1 plus n plus r hoch n. So, jetzt noch die Werte einsetzen. 2000 Euro geteilt durch 1 plus, bei Prozent wieder aufpassen, jetzt nicht in die 3 hinschreiben, sondern in 0,03, das heißt ja Prozent pro 100 hoch 10. Das in den Taschenrechner reingegeben, ergibt nach Adam Riese 1488 Euro und das entspricht quasi der Wert, also der Eurobetrag, den ich vor 10 Jahren an meinem Bausparer oder keine Ahnung was angelegt habe mit 3% und habe dann am Schluss 2000 Euro rausbekommen. Um auf diesen Wert zu kommen, brauche ich das Abzinsen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, würde mich über einen Daumen hoch freuen. Neue Mathematik in 5 Minuten.